Hallo bei Hofer. Logic ist eine Klasse DAW mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis, was, wie ich finde, seinesgleichen sucht. Aber mit Automation, da haben sie sich echt ein Ei gelegt. Oder uns. Ich zeige euch mal, was ich meine. Ich habe hier ein kleines Projekt aufgebaut, um dieses Problem zu erläutern. Letztendlich läuft ein Audio-Loop und mit der Automation mache ich auf einen prägnanten Punkt das Ganze um 25 dB lauter. Und dann wiederum an einem weiteren prägnanten Punkt um die gleiche dB-Zahl wieder leiser. Und damit können wir einfach schauen, hakt die Automation am richtigen Punkt ein und macht genau das, was wir wollen. Ich lasse das mal laufen. Schon hier eigentlich die erste Seltsamkeit. Wenn man hier reinzoomt, sieht man, ich habe vor diesem Schlag wieder runter gefadet. Aber die Logic-Automation nimmt ein bisschen was von diesem Schlag mit. Ich lasse es nochmal laufen. Dieses, was man da hört, das ist für mich jetzt nicht gerade der Beweis für eine sample-genaue Automation. Logic brüstet sich aber damit, wenn man das hier mal öffnet. Hier sieht man Sample, genaue Automation, Lautstärke, Pan und Plugin-Parameter, wie auch immer. Ich verwende jetzt nur die Lautstärke. An sich sollte man das schon mal gar nicht hören. Aber das ist nicht wirklich das Problem. Damit kommt man in der Regel ganz gut klar. Jetzt und hier hat es sogar den Vorteil, dass dieser Ausstiegspunkt sehr präzise akustisch definiert wird. Das kommt uns bei den anderen Sachen dann zum Vergleichen entgegen. So, jetzt wird es ein bisschen komplexer, aber eigentlich ist das nichts anderes, als jeder tut, wenn er mit Logic-Automation arbeitet. Man sendet das Signal möglicherweise durch eine Gruppe. Die Gruppe fasst man vielleicht auch nochmal zusammen in eine andere Gruppe. Und dann läuft es noch in das Stereo-Out-Modul. Das ist ja letztendlich nicht zu vermeiden. Auf all diesen Spuren, ich nenne es jetzt mal Spuren, die Gruppen sind irgendwie auch Spuren, habe ich dieselbe Automation genau an dieselbe Stelle hinkopiert. Ich zoome das mal auf. Ne? Man sieht es, das ist vollkommen identisch. Das gilt auch für den Ausstieg. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Automation ausschalte auf der Loop-Spur und ich schalte mal die Automation auf der Stereo-Out-Spur, also ganz am Ende ein, sollte ja eigentlich dasselbe passieren. Aber wir hören uns das mal an. Hoppla. Da ist kein Plugin insertiert, man sieht das hier. Und dennoch finden die Automationsvorgänge jetzt an ganz anderen Zeitpunkten statt. Also wenn ich der Meinung bin, ich mache eine 1, einen Schlag lauter, dann bin ich eigentlich gefühlt ein starkes 16. vor der 1. Ich lasse es nochmal laufen. Wir vergleichen das nochmal mit dem Fade auf der Originalspur. Jetzt nochmal auf der Stereo-Out-Spur. Sorry, das geht gar nicht. Ich denke, nicht nur für mich ist das problematisch. Jeder, der auf der Summenspur die Dynamik überarbeiten will, der setzt präzise Punkte, wann irgendetwas lauter und leiser werden soll und möchte präzise die 1 anheben und nicht irgendwo ein 16. vorher schon einen Hall hochziehen. Oder er möchte vielleicht auch, dass ein Teil präzise leiser wird. Und das ist definitiv auch nicht wirklich möglich. Man hat es ja gehört, dieses war auf dieser Audiospur nach wie vor hörbar mit Automation. Und mit derselben Automation auf der Summenspur war das verschwunden. Apple oder Logic ist dieser Fehler, würde ich sagen, bekannt. Nur so lässt sich erklären, warum hier diese Features eingebaut sind. Automation einrasten und Einstellung Automation. Kann man einstellen, was passiert? Ich zeige es euch mal. Ich öffne das. Dann erscheint dieses Fenster. Hier kann ich in der Tat einen Offset eingeben für meine Automationspunkte. Ich mache jetzt mal das Maximum, das sind 99. Und wenn ich dann hier einen Punkt anklicke, dann erscheint er rechts von der Maus um eben diese 99 Ticks. Nochmal. Wenn damit dieses Problem aus der Welt wäre,
könnte man sich damit ja irgendwie arrangieren. Aber das Problem geht noch deutlich tiefer. Und deswegen habe ich auch mehrere Subgruppen angelegt. Ich schalte die Automation der ersten Gruppe ein und wir hören uns das an. Macht genau, was es muss. Auf die 1 wird es laut und hinten ist, hören wir, das heißt auch der Ausstiegspunkt stimmt in der Gruppe. Also um das mal festzuhalten, in der Konfiguration, die wir jetzt haben, ist die Gruppe nicht so problematisch wie der Stereo-Out-Kanal. Aber wenn ich jetzt in die Gruppe ein Plugin insertiere, insbesondere ein Plugin mit Latenz, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Ich nehme den Linear Phase EQ von Logic, der ist standardmäßig dabei, das sieht so aus. Habe ihn jetzt einfach insertiert und wir hören es uns an. Auch hier wieder die eigentlichen Automationspunkte akustisch nach links verschoben. Es sieht zwar noch genauso aus wie vorher, aber nach dem Insert klingt es anders. Nochmal mit Plugin. Ich schmeiße das Plugin raus und wir hören im Prinzip genau das Gleiche. Das ist nicht schön, insbesondere für die Leute, die halt präzise Automation setzen. Man möchte ein Tremolo machen, man möchte irgendwas von links nach rechts wechseln, wie auch immer. Alle Sachen, die man macht, sind offensichtlich nicht nur abhängig von der Hierarchie, sondern auch von den inserteten Plugins. Mehrere Plugins mit Latenz auf einer Gruppenspur, das kommt vor beim Mischen und das probieren wir jetzt hier aus. Zuvor vielleicht noch einmal kurz der Test. Es sind keine Plugins insertiert, ob jetzt die Automation noch stimmt. Genau wie es sein soll. Gut, fangen wir an, ein paar von diesen EQs Linear Phase stellvertretend für alle anderen Plugins mit Latenz zu insertieren. Ich würde sagen, 5 sollten erstmal reichen. So, wir hören. Interessant, schon beim Loslaufen lassen merkt man, dass jetzt irgendwie das Ganze ein bisschen verzögert ist. Ich nehme mal an, das ist auch dann der gleiche Zeitwert, um den die Automation dann gleich früher kommt. Und so ist es auch. Man hat jetzt diese 2/16 Dada Bam vor der 1 mit dabei. Das war nicht Sinn und Zweck dieser Automation. Und nochmal, die Automation wurde in keiner Weise am Punkt verändert. Das Einzige, was ich jetzt getan habe, ist ein paar Plugins insertiert und dadurch verschiebt sich akustisch die Automation. Wir schalten die Automation der zweiten Gruppenspur jetzt aus, die Automation der ersten Gruppenspur an. Diese Spur hat keinerlei Effekte im Moment. Und wir schauen mal, wie jetzt die Automation hier klingt und was da timingmäßig passiert. Es ist zwar optisch irritierend, aber akustisch ist nach wie vor hier alles auf dem Punkt. Nochmal. Auch hier habe ich nach dem Einschalten das Gefühl, dass ein bisschen Zeit vergeht, bis es losläuft. Aber dann ist sauber die 1 laut und dieser Snare-Schlag ist nur ein bisschen angeschnitten, genau wie wir das wollen. Hören wir uns an, was passiert, wenn jetzt auch auf der ersten Gruppe ein paar Plugins mit Latenz zum Einsatz kommen. Ich habe wiederum 5 insertiert, um es deutlicher zu zeigen, können es auch gerne mal ein paar mehr sein. Dieses Timing kennen wir schon, das entspricht der zweiten Gruppenspur, Dadadam, diese beiden 16, die jetzt auch mit hochgeschoben worden sind. Wir hören mal die zweite Spur jetzt an, die zuvor dieses Timing hatte. Das hat sich jetzt auch wieder verschoben, also die Sachen bedingen sich auch gegenseitig. Das macht es natürlich besonders schwierig, damit umzugehen. Wir hören auch mal ins Zoom-Modul rein und schalten hier die Automation an. Beim Zoom-Modul hatten wir auch ganz am Anfang festgestellt, dass das von sich aus schon eine Latenz hat, auch ohne ein Plugin.
Nochmal ein ganz anderes Timing. Damit umzugehen ist in der Tat sehr schwierig. Wir haben, je nachdem, wo was inserted ist, völlig andere Timings auf allen Gruppen, die sich auch noch gegenseitig beeinflussen. Das heißt, man sollte eigentlich seine Automation erst dann machen, wenn man wirklich alle Plugins inserted hat, zumindest auf den Gruppen. Ob das grundsätzlich so machbar ist, ich wage das eigentlich zu bezweifeln. Wir kommen zum Ende dieses Tutorials und das ist der übliche Platz für ein Fazit. Und das fällt mir in diesem Fall wirklich schwer. Ich mag Logic. Ich mag die Optik, die Haptik, die Möglichkeit ohne Dongle zu arbeiten, die vielen Sounds, die Loops, alles super. Aber das mit Automation, das könnte für mich wirklich ein Knackpunkt sein. Ich mag mir auch in Zukunft nicht beim Arrangieren schon Gedanken über Automationspunkte machen müssen, wie die sich dann später in meiner Mischung verhalten. Und weiß ich, was ich später für Plugins verwende und wo dann was, wie passiert und was ich dann nochmal irgendwie verändern muss, damit es nur wieder so ist, wie es irgendwann mal war? Für mich ist das wirklich ein Problem. Mal sehen, wie die Sache weitergeht. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren DAWs und eurer Arbeit. Bis dann. Tschüss.